AFN World News of the Hour, compiled from the wires of AP and UPI. We at AFN help our servicemen and women. Wir von AFN helfen unseren Soldaten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Wir machen ihnen ihre Pflichten klar und wir halten sie darüber auf dem Laufenden, was daheim und in der Welt geschieht. Nach Stationen in London und in München zog AFN 1946 nach Frankfurt ins höchste Schloss. Die Mitarbeiter liebten den Standort. Wir waren die einzige Militäreinheit in ganz Europa, die ein eigenes Schloss hat. Nicht nur das, eine Garde von schönen Mädchen, das höchste Schlossgard. Das war also tolle Zeit. Tolle Zeiten. Denn überraschend für die Macher gewann der Sender schnell eine riesige Menge deutscher Zuhörer. Deutschland lernte amerikanischen Jazz und Swing. Für deutsche Ohren ungewöhnliches gab es da gelegentlich zu hören. Country Music zum Beispiel. Überhaupt, es war ein Markenzeichen von AFN, seiner Zeit, jedenfalls im Hinblick auf Deutschland, immer einen Schritt voraus zu sein. Während das Gastland sein Wirtschaftswunder erlebte, Ruhe und Arbeit Trumpf waren, spielte der Soldatensender geradezu Revolutionäres. Zum Entsetzen der Eltern, zur Freude der Jugend. Also für das Publikum spielen könnten, haben wir das immer aber inoffiziell gemacht. Ja? Ich meine, wenn eine deutsche Fräulein angerufen hat und ein Disc-Jockey hat gesagt, ja gut, Sie sind bestimmt mit einem amerikanischen Soldat befreundet, dafür kann ich denn eine Platte für Sie auflegen. An dieser Tradition hat sich bis heute nichts geändert. 1966 zog der Sender in ein neues Gebäude neben dem HR ein. Seine zwei Hörfunkprogramme sind aber immer noch richtungweisend. Beat und Pop, fast ohne Pause. Mitte der 50er Jahre kam Fernsehen dazu. Fast alles via Satellit, direkt aus den Staaten. Und im Nu gab es eine große Menge deutscher Zuschauer, die sich einen Adapter für ihr Fernsehgerät kauften, um die amerikanischen Serien im Original zu sehen. Vor der Einführung des Privatfernsehens wuchs AFN so zu einer ernsthaften Konkurrenz von ARD und ZDF. Neben diesen US-Übernahmen produziert AFN Europe in Frankfurt täglich etwa eine Stunde eigenes Programm. Wie steht es da als Soldatensender mit der journalistischen Freiheit? Der Pentagon legt sehr großes Wert auf unzensurierte Informationen. Und es gibt natürlich immer wieder Versuche, irgendwelche Generäle, die irgendwas nicht passen. Aber es gibt auch viele Generäle, die irgendwas versucht haben zu machen, die jetzt Probleme haben. Nein, das Informationsfluss ist frei, ungehindert. Das wäre ganz doof, idiotisch. Ich meine, heutzutage kommen die meisten Sendungen sowieso live von Amerika. Was soll man da mit einem Scherer dazwischen stehen? In den letzten Jahren hat AFN Programm und Personal drastisch reduziert. Angesichts des US-Truppenabbaus die obligatorische Frage, wie lange noch AFN in Deutschland? Wir hören vom Pentagon in Washington, dass solange ein Soldat in Deutschland ist, stationiert, dann wird es ein AFN geben. Also hofft AFN, noch viele Geburtstage feiern zu können. And here's the story corner. But now, it's time to thank you all for listening and to say, until tomorrow. Also happy birthday, AFN.